Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit dem LS-Profi. Und zwar sind wir in der letzten Folge bei der Challenge mit dem Pflügen stehen geblieben, und ja, wir sehen eh, wer der Profi darin ist. Und ja, dann würde ich sagen, let's go. Man sieht schon eindeutiger. Scheiße, ist das gesagt. Und ja, dann würde ich sagen, zerstören wir den Nachbar da und dann passt das. Ja, wie kann man denn so viel Emotionen haben? Aber der Vorteil für mich ist, muss jetzt mal deine Drecksecke da oben ordentlich machen hier. Sonst zählt das ja eigentlich nicht richtig als ordentlich, ja, Vorteil über mich. Ja. Wie ist der? Da freut du dich. Ja, du kannst die Emotionen gar nicht haben. Nee. Ich kann nämlich gerade denken. Ist immer noch an der Wiese dran, oder was? Ja, Junge, dich geh voll zum dritten Mal opfern, oder deine Wiese. Ja, Alter, das ist ja unfair, geh weg da. Ja. Junge, ich bin gar nicht betrogen, ey. Ihr hättet vielleicht mal einzelne Felder wählen sollen, und dann wäre am schnellsten in einer gewissen Zeit das drauf, Alter. So. Sind dann auf deinem Feld. 9600 Liter. Aber trotzdem, Alter, Scheiße kriegt. Kannst du mal sehen. So, jetzt wollen wir den Profi da fertig machen da. Da geht's weiter. Alter, so viel, ey, das gibt's nicht. Tatsächlich, du musst ein bisschen Chef herumzufahren. Nicht machen. Das könnte ich mir angewöhnen. Weil jetzt habe ich Levin, jetzt habe ich deine Eier in meiner Rückscheibe. Ja. Ganz schön groß, wa? Ey Chris, kannst du mir gerade mal einen Burger von McDonald's holen? Mhm. Oh, da hat er einen ordentlichen Streifen zurückgelassen. Oh, hier. So, dein Hotterkampf zwischen LS. Geht der Mann zum Kölner? Ich hätte gerne drei Eier, sagt der Kölner, ich auch. Oh wow, der wird wirklich schlecht. War zwar schlecht, aber auf irgendeiner Seite gut. Mhm. Ist das Feld überhaupt gut? Ist eigentlich auch scheißegal, wie groß das ist. Ja. Jo, und zwar geht's heute nur darum, den LS-Profi mit EE da fertig zu machen. Alter, das gibt's nicht! Wie kann man so viel Emotionen haben, ey, ganz ehrlich? Das gibt's doch nicht, ey. Geh weg da mit deiner Karre. Seriös, so, wenn du gleich da vorne schnell genug weg bist, Alter, machen wir die Speide hier kaputt, das sag ich jetzt schon mal. Nun. Immer nur die Schwätzer. Ja, ne? Besonders der eine, der gar nicht hier ist, der kann doch ruhig mal. Hallo, geh weg! Ah, Scheiße. Das eine Stück da oben, das mache ich dann in meiner Kaffeepause, da weil der andere dort noch fertig macht. So, gleich auf, Junge. Was willst du denn jetzt, Alter? Schau, mit der Hupen komme ich schon 10 PS mehr raus. Ja. So, dann würde ich sagen, machen wir den Herrn da mal fertig. So, da lang. Weißt du, weil er eigentlich relativ gut aussieht? Ja, der Chris hat einen guten Start hingelegt. Nee, ja, der gute Start war von mir. Der hat dann nur die bessere Wendetechnik gehabt. Gut, dann hat er halt die bessere Wendetechnik gehabt. Mittlerweile seid ihr beide gleich auf. Aber ja, ich muss viele nur Kanten genauso wie er auch viel, viel besser machen. Ich habe nämlich viele Kanten nicht mehr in den Arsch gehauen. Nur der Chris hat halt viele stehen lassen bisher. Ich habe gerade eben Aua stehen lassen.
Nein! Gibt's nicht! Oh. Na Chris, wie schmeckt der Flug vorne am Gewicht, ne? Oh Mann, Scheiße, ey! Ah, der Herr Kollege ist einfach zu schnell für mich jetzt. Ja, Junge, Speedy Gonzales, was glaubst du? Hm. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die herausfinden wollt, wie gleich. Aber du kannst eigentlich die Seite herausfinden, welche gerade sauber ist. Ersten. Bis jetzt tatsächlich, ich will ja nicht zu viel sagen, aber ich will es machen. Eigenlob stinkt. Das hat ja nichts mit Eigenlob zu tun, ich sag halt nur die Wahl. Na ja, gut, das stimmt auch wieder. Natürlich. Hä? Wow. Oh, was ist los, Junge? Muss man auf Gas bleiben? Oh ja, yeah, kein. Oh, ah, die Emotion. Vor Freude erstmal den Schreibtisch kaputt gemacht. Oh, geil, Alter. Okay, ja. Ja, Junge! Hey, ja, normal. Aber ich glaube, jetzt so früh, Freunde, sind lange nicht für dich. So, jetzt muss ich nur dahin in die Ecken ausbessern, dann hab ich's. So, viel Spaß mit deinen Ecken. So, wir zählen schon mal. Ich kann eindeutig sagen, dass das hier, wo ich gerade stehe, meine Seite ist. Oh, ja, da viele. Ja, da viele Flicken. Da hinten ist noch eine Ecke von mir. Ah, das geht schon. Hier hinten habe ich eine riesen Ecke übrig gelassen. Aber die wird jetzt dann schnell beseitigt und dann. Alter, diese Lenkung. Das ist ganz easy. Und da ist es. Ah. Komm mit zurück. Ah ja. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Yeah. Wer hat denn am Anfang gelacht? Soll ich noch einen Rechen holen? Soll ich hier auch noch mitflügen? Oh Mann. Ja, ja, du musst ja auch mal eine Challenge gewinnen, ne? Wenn schon in mir jetzt ein Country Life Projekt nicht klappt. Was? Als wir das Rennen gefahren sind. Dich auch abgezogen. Ey, das Rennen, Alter. Ja, da haben wir nie ein Rennen. Mit den Ferraris. So, ja, da bin ich Zweiter geworden, weil du mich so dumm gerammt hast. Bevor... Ah, Chrissy. Natürlich hätte ich sie genauso gegönnt, aber... Ehre. So, jetzt bin ich aber echt gespannt auf den Preis hier. So, jetzt aber Chrissy von... natürlich trotzdem. Du hast gut gearbeitet. Ein EK-19 gibt's. Was gibt's? Ein EK-19. Sieht das? So, ihr könnt euch ja gerne mal vor mich könnt euch ja gerne mal vor mich stellen. Ja, warte, ich stelle dich nicht. Oh ja. Ja, das bin schon. Ich auf jeden Fall gleich auch noch. Hey Chris, den kannst du mir noch selig gleich schicken, oder? Hm. Danke dir. So. Ruck Hermel, das Geschenk. Der zweite. Also nochmal herzlichen Glückwunsch, Christoph, für deinen Danke. Zweiten Platz. Ich muss mal was sagen. Du hast gut gearbeitet. Hm. Fairer Sportsmann. Oder ja. Kaffee mit IE und einem Haar hinten dran. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz. Es war ein sehr vergnügsames Rennen. Ja, das auf jeden Fall. Es war spannend mit anzugucken. Und ja, sie hatten einen guten Start. Also muss man ihn lassen. Christoph, deiner war auch nicht schlecht. Ja. Danke. Jawohl, er hat einen Flecken. So. Mach ich. Also, der zweite Platz kriegt ein Preisgeld von 50.000 Euro. Oh, danke schön. Und der erste Platz kriegt einen Eimer Dreck. Was kriegt er, einen Eimer Dreck oder was?
Haus raus, das krieg ich. Nee, Spaß. Das erste Platz kriegt ein Preisgeld von 100.000. Er zerstört. Wenn ich den Christoph sein Preisgeld in die Hand drücken darf. Danke. Mach über Online-Banking, Junge. Danke, danke. Sonst bin ich noch auf dem Weg überfallen hier vom Chrissy. Ja, er ist Profi mit die E und dem H dran. Hier ist der Preisgeld. Oh, ja. Oh, das schmeckt, Leute. Oh, das schmeckt. Der Schleimer, bitte. Oh, das schmeckt, Alter. Oh, Chris, komm her. Chris, komm her. Oh, das schmeckt. Das Auto wieder zurückbringen an den Hof. Ich hab gehört, ich darf in den Traktor noch mitnehmen, oder? Nee, Spaß, ich hab zu tun. Ich würde zwar noch länger mit euch plaudern, aber ich hab halt auch was zu tun. Ja. Bleib mal stehen. Boah, noch so ein Deizkriebel hier, Mann. So. Ja, hab ich gerade auch gedacht. Dankeschön. Oh. Oh, hat er sich noch so ein Deutschkriebel gegönnt, ey. Heißt, ich hab einen Brücke gesetzt. Ihr wisst halt einfach nicht, wie man sowas macht. So, Delay. Ich bedanke mich für die geile Challenge und wir gehen jetzt wieder hoch. Jo. Jo, ciao. So, der Herr Kollege ist Ado. Und jetzt muss ich wieder Chris! Na, herzlichen Glückwunsch noch einmal, muss man ja fair sein. Danke. Du hast auch gut gespielt, aber. Jo. Am Ende war ja irgendwo. Ja. Wo hab ich jetzt mein Fench? Den A-Deuter. Den haben sie, glaube ich, mitgenommen hier. Aber dann kassiere ich noch einmal 100.000 bei Melu. Ich habe gar nicht gelesen. Na, mein Bester, alles klar bei dir. Jo, bei mir ist alles top und bei dir, Roman. Ich habe gerade Challenge gewonnen. Ja, er war zu schnell im Challenge-Mode. Ja, Junge, ich habe gerade gar nicht auf dem Trailcool, Junge. Ich war gerade so auf Adrenalin, Alter. Es Adrenalin. All die früher bei dem Leichtathletik, die ich gemacht habe, Alter. Jo. So, dann braucht man noch an. Kalk. 100.000 schmecken schon, muss ich sagen. 100.000 schmecken schon. Aber 50.000 natürlich auch geil. Aber. Hat Mutter das Mut. Jo, Leute, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Challenge so fandet. Hoppala. Der Dots ist fresh. Der ist noch von LS15, genau, Junge. Ich muss ja mal kurz zum Melu. Jo. So, servus. Und zwar, wie viel müssen die jetzt noch überweisen? 200 und was haben sie gesagt? 200 Euro. War da nicht noch von irgendwas anderem dabei? Von der Wiese unterhalb von dem Orangenhof. Ja, das rechnen wir sofort zusammen. Okay, ich warte aber. Jo. Also 200 ist auf jeden Fall fix schon einmal. Ja. Das passt. 200 Euro. Ja, danke nochmal für die gute Arbeit und den Rest sag's mir dann an. Jo. Ja, dann schreib mal in Chat. Passt. Dann mach ich mir mal wieder auf den Weg. Jo. Danke, ciao. So, jetzt bin ich wieder da. Ah, wieder alle Lumen-Arbeiter geschnappt oder was? Nö, nur noch eine Rechnung bezahlt. Jo, jo, hier. Ach, die Wege sind echt so. Jo. Aber wie es weitergeht. Und ob ihr die Challenge fandet, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Natürlich beim lieben LS-Profi vorbeischauen. Ja, ja. Und nicht wir zu viel bei ihm spammen in die Kommentare, was ich so alles mache. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.